Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Video für mich und ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Denn ich freue mich natürlich immer, mit euch Produkte zu teilen, euch auf Sachen aufmerksam zu machen, die mich wirklich auch glücklich machen, die machen, dass ich aufgeregt bin und neugierig und all das. Aber heute geht es wirklich um Favoriten und um eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die ich bekomme, über die ich mich so sehr freue. Das Video hier ist eine Zusammenarbeit mit iCrush. Ich durfte ja dieses Jahr auch deren Adventskalender vorstellen. Alle Schmuckstücke von iCrush sind 100% wasserfest und allergiefreundlich. Außerdem sind sie handgefertigt und aus hochwertigen Materialien. Außerdem bekommt ihr 2 Jahre Garantie und immer eine versandkostenfreie Lieferung ab einem Mindestbestellwert von 29 Euro. Zudem habt ihr auch noch 30 Tage Zeit für Umtausch und Rücksendung. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, das Unboxing noch nicht gesehen haben solltet, ihr müsst unbedingt vorbeischauen. Ich trage den Schmuck seit dem Jahr rauf und runter. So viele dieser Stücke aus dem Adventskalender konntet ihr schon an mir entdecken. Ich bin persönlich ja kompletter Fan von Goldschmuck. Es gibt den Adventskalender aber auch in anderen Farben. Und heute habe ich einfach meine 19 iCrush-Favoriten, die ihr jetzt auf meiner iCrush-Seite shoppen könnt. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch. Ich habe ja sowieso immer noch den Rabattcode LIKE2024, den ihr auf den Adventskalender anwenden könnt, auch nur auf den Adventskalender. Und ihr bekommt dann eben 10 Euro Rabatt. Das ist immer noch bis zum 31. Dezember 2024 gültig und kann aber nicht mit anderen Rabattcodes noch kombiniert werden. Aber Leute, der lohnt sich wirklich. Also schaut sehr gerne beim Unboxing vorbei. Jetzt kommen wir aber zu dem Rabattcode, den ich noch für euch habe, für die Schmuckstücke, die ich euch heute zeigen werde. Und zwar nennt der sich LIKE15. Der gilt für die Produkte auf meiner Favoritenseite. Ihr könnt ihn nicht auf Gutscheine oder auf den Adventskalender anwenden, aber eben auch für monatliche Abonnements. Und jetzt zeige ich euch die Schmuckstücke, die ihr dann auf meiner Seite von iCrush entdecken könnt. Und ich bin sehr aufgeregt. Das ist wirklich aus den Kategorien Ketten, Armbänder, Ringe, Ohrringe, Earcuff, es ist alles dabei. Ganz viel Spaß mit diesem Unboxing, mit diesem Video hier. Alles ist in der Infobox für euch verlinkt, alle Rabattcodes, alle Links zu den Produkten. Und ja, ganz viel Spaß. Ich hoffe natürlich wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Ich bin ja, wie ihr sehen könnt, schon gut ausgestattet, gerade mit Schmuck hier an mir. Und ich würde sagen, wir gehen einfach die einzelnen Stücke einmal durch, damit ihr einfach schon mal wisst, was ihr hier gerade alles an mir entdecken könnt. Also, ich habe hier 2 der Armbänder, die ich miteinander kombiniert habe. Das finde ich voll schön. Das eine ist so ein, heißt es Schlangenarmband? Also diese, die so ganz, ganz glatt sind und so ein bisschen breiter. Ich finde es so schön. Und das hier ist auch ganz interessant, weil das von der Art her sehr, sehr ähnlich ist. Es ist halt nur so in sich gedreht. Also ihr seht, glaube ich, dann, dass es dann immer wieder so ein bisschen die Richtung ändert. Und ich finde die beiden gerade zusammen so schön, weil eben der Stil sehr ähnlich ist. Aber trotzdem sind sie irgendwie so ein bisschen anders. Sie ergänzen sich sehr schön miteinander. Und ich trage ja zum Beispiel auch nur sonst immer meinen Ehering. Aber durch meine Freundin, liebe Grüße an dich, Jenny, falls du das hier siehst, bin ich so ein bisschen darauf gekommen, wie schön ich das finde, wenn man so mehrere Ringe auch trägt. Und deswegen habe ich extra nach Ringen jetzt auch geschaut über iCrush, weil ich eben mit der Qualität ja auch so zufrieden bin, die ich eben auch so an dem Mittelfinger zum Beispiel tragen kann. Also ich finde, das sieht halt sehr, sehr schön aus. Und ich generell auch so Goldschmuck mit so dunkelroten Nägeln. Ich liebe es total. Und ich finde auch, dass zum Beispiel der erste Ring, den ich jetzt hier habe, der so mehrere Glieder einfach hat, die so ineinander greifen, trotzdem halt sehr schön mit diesen sehr filigranen, glänzenden Armbändern sehr, sehr schön zusammenpasst, finde ich persönlich. Und ja, ich habe den halt einfach größer, als ich ihn eigentlich tragen würde, damit ich ihn am Ringfinger, am Mittelfinger tragen kann. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich muss sagen, so als Kette sind diese größeren Gliederketten oder so Armbänder eigentlich nicht so mein Fall. Ihr werdet aber gleich sehen, dass mich 2 Stücke von iCrush da sogar vom Gegenteil überzeugt haben. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil das eigentlich eher weniger mein Stil ist, wenn man eben diese großen Glieder irgendwie so sieht. Mein Favoritenring ist aber trotzdem dieser hier. Ich zeige euch jetzt gleich auch noch 2 andere, aber das ist einfach so mein Ding, ne? Wenn das so schmaler ist und dann ist der einfach auch noch so in sich gedreht so ein bisschen, hat so was von diesem Armband hier so ein bisschen, ne? Also die passen auch perfekt zusammen, könnte man auch wundervoll miteinander kombinieren und ich mag eben diese sehr filigranen
Ringe auch, weil ich einfach auch sehr kurze Finger habe. Ich habe unfassbar kleine Hände und habe auch sehr kleine Ringgrößen und so. Und ja, deswegen wollte ich jetzt gerne auch Ringe ausprobieren, die eben in größeren Größen auf meinem Mittelfinger gut passen. Die Ketten liebe ich auch. Ich kann ja so oft keine Ketten tragen. Ich liebe ja Ketten so sehr. Aber ich kann so oft keine tragen, weil ich so ganz bestimmte Arten von Kopfschmerzen habe, wo ich das einfach dann nicht so... Ich kann das dann einfach nicht so ertragen, wenn ich was um meinen Hals habe. Aber diese hier wiegen einfach gefühlt gar nichts. Die sind so filigran, die sind so leicht, so edel, so schön. Und ich glaube auch, wenn man nicht der größte Fan von Perlen ist, könnte diese Kette hier trotzdem vielleicht euer Interesse wecken. Ich finde die so schön, weil die ganz kleine Glieder hat. Also es ist ganz feingliedrig. Sehr, sehr schön in diesen Abständen. Also die Abstände gefallen mir auch gut. Noch kleiner fände ich, glaube ich, nicht so schön. Und noch größer würde für mich persönlich ein bisschen verloren aussehen. Aber dieser Abstand ist so schön. Und das hat einfach auch so noch kleinere Glieder. Diese Kette hier mit diesem kleinen einen Stein vorne. Ich finde es so schön. Und ihr seht, ich kann sie auch ein bisschen ziehen. Ich habe sie beide sehr, sehr eng jetzt um und kombiniert. Ich finde es einfach so schön. Wirklich. Ich liebe ja diese Ketten, die eher kürzer sind. Weil ich einfach finde, es schmeichelt mir persönlich mehr. Ich habe jetzt nicht den längsten Hals, ich habe einen sehr kurzen Hals. Und ich finde einfach, dass das immer schöner aussieht, wenn das so nah dran ist. Weil ansonsten sehen Ketten, die so sehr weit unten hängen, bei mir immer so ein bisschen verloren aus irgendwie. Und so finde ich das immer ganz schön ergänzend. Und die beiden passen einfach perfekt zusammen. Also ganz große Liebe. Unfassbar leicht, aber trotzdem halt auch, dass sie sich hochwertig anfühlen, so wie den ganzen anderen Schmuck, den ich jetzt auch schon umgehabt habe. Aber ihr kennt mich, und das sollte natürlich für alle jetzt keine Überraschung sein, ne? Für Ohrringe schlägt mein Herz. Ich liebe Ohrringe. Ich trage jeden Tag Ohrringe. Das sind einfach die Schmuckstücke, von denen ich finde, dass die halt immer... passen. Also wenn ich sportlich unterwegs bin, wenn ich schick unterwegs bin, wenn ich einfach nur in meinem Jogginganzug zu Hause bin oder so, ich trage trotzdem immer Ohrringe. Also das gehört einfach total zu mir. Umso mehr, umso besser. Und ein großer Traum von mir ist auf jeden Fall, mir auch noch ein drittes Ohrloch stechen zu lassen. Ich habe zwei Ohrlöcher. Grundsätzlich kann man sich da ja auch aushelfen, indem man zum Beispiel Schmuck ergänzt ohne Ohrlöcher. Ich trage Earcuffs. Ihr habt schon ganz oft gefragt in der Vergangenheit, ob ich hier irgendwo was durchgestochen habe. Habe ich nicht. Ich trage Earcuffs und diese hier gefallen mir auch extrem gut. Da haben wir einmal so diesen goldenen Ring und dann noch den mit diesen kleinen Steinen. Und es ist einfach so schön. Ich finde den wunderschön. Und dadurch, dass er eben so zwei verschiedene Stilelemente miteinander verbindet, finde ich, kann man ihn halt auch kombinieren. Wobei ich zugeben muss, bei Ohrringen... Ich kombiniere alles mit allem, weil ich finde einfach, es gibt ja so diesen Begriff Ear Candy. Für mich ist das genau das. Also ganz viel Behang, ganz viele Stile miteinander mixen. Ich finde es großartig. Ich finde es großartig. Klobigen Schmuck, Feinschmuck, glitzernden Schmuck, Perlen. Mein Herz, ihr kennt es, ne? Habt ihr nicht das erste Mal mir gesehen? Und diesen Earcuff finde ich auch ganz besonders, weil er eben einfach diese Schlange hat. Wie cool ist das bitte? Als ich das gesehen habe bei iCrush, habe ich mich sofort verliebt und ich dachte so, ihr kennt mich, Queen of Earcuffs hier, ne? Ständig, ich trage immer welche und ihr sprecht mich so oft darauf an, ich muss einfach euch diesen coolen Schlangen-Earcuff zeigen. Und auch das hier sollte jetzt niemanden überraschen, dass diese Ohrringe hier einfach mein Herz haben mit dieser wunderschönen Sonne unten dran. Wir haben aber standardmäßig eine Kreole als Basis sozusagen und unten eben diesen Anhänger. Und ich trage auch eigentlich immer Kreolen. Ich trage Kreolen und Earcuffs, am liebsten kombiniert so viele wie möglich. Und ja, ruft einfach meinen Namen. Ich finde auch, es ist genau die perfekte Länge. Es ist nicht zu lang, es ist nicht zu kurz, es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Ich glaube, dass es einfach zu sehr vielen Outfits auch passt. Also das wäre sowas, was ich mir zum Büro vorstellen kann. Also ich finde es nicht zu verspielt, als auch einfach zum sportlichen Outfit. Haben wir dann erstmal so den ganzen Schmuck, die ganzen Eyecatcher an mir so ein bisschen durchgesprochen, aber ich habe noch eine Menge hier vor mir liegen. Ein bisschen was werde ich, glaube ich, auch einfach nochmal anlegen. Und zwar diese Ohrringe. Fangen wir einfach mit denen an. Das sind die einzigen Ohrringe, die ich jetzt noch vor mir liegen habe. Man möchte sich wundern,
wie wenig Ohrringe jetzt dabei sind, aber ich wollte einfach, dass es halt ein guter Mix ist, weil ich ja auch weiß, dass ihr auch andere Produktkategorien sehr gerne mögt und ich wollte eben auf meiner Favoritenseite, denn nur dort gilt ja eben mein Rabattcode dann, dass da eine schöne Auswahl ist für andere Kategorien auch, falls euch Ohrringe jetzt nicht eure liebste Kategorie ist, dass ihr eben auch noch ein paar wunderschöne Schmuckstücke aus den anderen Kategorien findet. Aber diese Ohrringe haben mich auch sofort gecatcht. Das sind halt auch Kreolen, aber in Form von Herzen. Und ich finde, dass die nicht so verspielt sind. Also die sind klar süß und so, aber jetzt nicht, dass ich denken würde, ja, das ist zu verspielt, um das halt auch als erwachsene Frau zu tragen. Ihr seht jetzt mal beide nebeneinander, also das Ganze eben neben einer normalen Kreole. Und man sieht eben schon, dass es eine andere Form ist. Man sieht diese Herzform, aber es schreit halt nicht so. Es ist so ein bisschen verspielt, aber eben nicht kitschig. Und das finde ich schön. Also versteht mich nicht falsch, ich mag auch kitschige Sachen gerne. Und tragt, was immer euch gefällt. Auf jeden Fall lasst euch da nichts einreden. Aber ich finde einfach, dass sie süß verspielt, aber trotzdem irgendwie klassisch sind. Und das gefällt mir daran sehr gut und passt halt perfekt auch jetzt zu den Kreolen. Ja, einfach dazu, finde ich. Und ich habe auch noch einen weiteren Earcuff. Vielleicht nehme ich mal kurz die Schlange raus und ersetze die einmal gegen diesen wunderschönen Earcuff. Der ist meinem Ring sehr ähnlich, den ich hier habe. Also das ist so immer so ein bisschen in sich gedreht. Finde ich sehr hübsch und passt auch einfach zu allem dazu. So, ist einfach so ein bisschen breiter, weil es wieder so ein zweireihiger Earcuff ist, also genau wie hier. Ich habe die beiden auch jetzt öfters so zusammen getragen, also einer links, einer rechts. Habt ihr auch schon in anderen Videos gesehen. Und dann habe ich natürlich noch zwei weitere Ringe hier, weil da wollte ich eben auch eine Auswahl haben. Ich habe einmal diesen Ring hier. Der wirkt so ein bisschen wie so eine Art Münze, würde ich sagen. Oder wie sowas Reptilienmäßiges. Hier habe ich das Ganze dann jetzt auch einmal, wie das wirkt. Der ist halt so ein bisschen breiter und schon auch eher so ein Statement-Piece für sich, wie ich finde. Also sehr schön, ist aber trotzdem natürlich toll zu kombinieren, auch mit so klassischen Armbändern wie diesen jetzt hier. Gefällt mir sehr, sehr gut und ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, ne? Und er ist hinten offen. Also ihr könntet ihn halt noch enger machen, ihr könnt ihn noch weiter machen. Das finde ich hier halt ganz schön. Der mit den Gliedern hier hat auch die Möglichkeit, das weiterzumachen. Ich habe ihn jetzt nur so eng, dass ihr das gar nicht richtig sehen könnt. Und dann habe ich ja noch den in sich gedrehten. Der ist fest. Also da gibt es dann feste Größen. Und dann habe ich noch einen, der ebenfalls verstellbar ist. Hier seht ihr das. Und ich musste euch den einfach jetzt zeigen, weil wenn nicht der, welcher dann? Es ist einfach der Wildflower Ring mit kleinen Daisies drauf. Und ich finde den auch total schön. Der ist auf jeden Fall verspielter. Also wenn man das mal so im Vergleich sieht, das ist ja wirklich sehr, sehr klassisch und der ist schon sehr verspielt, würde ich sagen. Also vielleicht eher sowas, was man so zu süßen Outfits, zu so ein bisschen verspielteren Outfits vielleicht auch tragen könnte, aber zu jedem Outfit natürlich auch, zu dem ihr Lust habt, diesen Ring zu kombinieren, so ist es nicht. Dann habe ich hier noch eine Kette, die ich auch sehr, sehr süß finde. Und zwar haben wir hier eine Kette mit einem kleinen Herzen. Das finde ich sehr schön. Ich finde natürlich auch süß und verspielt. Ich mag das auch einfach gerne, muss ich auch einfach zugeben. Aber sieht doch auch zu dritt jetzt eigentlich ganz süß aus, oder? Also mir gefällt es auf jeden Fall. Es ist auch schlicht, also es schreit jetzt nicht so, als wenn jetzt hier überall Herzen wären oder so ein großer Herzanhänger ist. Also ich finde es sehr süß und ich kann es mir vor allem auch gut als Geschenk vorstellen. Vielleicht auch so als beste Freundinnen, wenn man sowas zusammen vielleicht trägt oder als Schwestern oder Mutter, Tochter, was auch immer, werden ja sehr gerne so Herzprodukte auch verschenkt. Und da kann ich mir das sehr gut vorstellen, für so besondere Anlässe vielleicht auch einfach als Geschenk zu verschenken. Ich würde mich darüber auf jeden Fall sehr freuen. So, und jetzt kommen wir zu der Kette, wo ich mich in den Anhänger verliebt habe. Und deswegen musste ich die Kette haben hier für euch jetzt und beziehungsweise auch für mich natürlich. Und zwar ist es diese Kette hier. Ist so gar nicht Sarah Isabel, überhaupt nicht eigentlich, weil ich diese großen Gliederketten an mir einfach nicht so schön finde. Also ich finde, ich bin halt mehr das
als dass ich das bin. Wisst ihr? Aber der Anhänger ist einfach so schön. Wir haben nämlich einfach so ein Schloss, was hier unten dran hängt. Sehr schön gestaltet. Und auf diesem Schloss steht drauf, Love Wins. Und ich dachte mir, das brauche ich einfach, weil so ist es ja. Ich schicke euch auch mit jedem Video Liebe, weil ich finde, das ist das, was man immer gebrauchen kann, was man nie zu viel geben kann. Es ist einfach Liebe, weil Liebe immer gewinnt. Das ist einfach perfekt. Es passt so, so gut zu mir. Und falls man das vielleicht lieber so tragen möchte, ohne den Schriftzug vielleicht, wenn man so was Glatteres an der Optik her haben möchte, kann man sie auch so rumtragen. Also es geht beides. Fand ich einfach unfassbar schön. Und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich auch direkt hier einmal auf meiner Favoritenseite jetzt für euch das Armband, auch wieder mit diesen breiteren Gliedern und auch natürlich wieder mit dem gleichen Anhänger und mit dem auf Schriftzug Love Wins. Und das ist einfach so schön. Ich war wirklich schockverliebt, als ich das gesehen habe, und es gefällt mir einfach so gut. Und ich finde halt auch eben, dass dieses gröbere Design, diese gröbere Kette mit dem Schloss daran eben auch vom Design her einfach zusammenpasst. Also es ergibt total viel Sinn, finde ich, dass es eben nicht an so einer filigranen Kette hängt. Dann habe ich noch diese Kette hier. Die habt ihr, glaube ich, auch schon bei mir gesehen. Finde ich auch super, super schön. Die ist ein bisschen anders als die andere Perlenkette. Ich kann sie mal darunter halten, dass ihr den Unterschied erkennen könnt. Also hier ist es wirklich so, dass Perle am Perle ist. Das gefällt mir auch ganz gut, weil ich, wie gesagt, hier das nicht so schön fände, wenn das so näher aneinander ist und dann das dünne filigrane Band sozusagen dazwischen ist, sondern wenn es näher ist, dann aneinander. Und da hat iCrush eben auch die passende Kette. Und ich fände auch zum Beispiel nur diese beiden kombiniert miteinander sehr, sehr schön. Und ich mag eben auch, dass die wieder einige Glieder zu verstellen ist. Also man kann sie wirklich auch dann sehr, sehr weit tragen oder eben auch enger tragen. Das finde ich wirklich schön. Und ich habe noch zwei Armbänder jetzt hier bei meinen insgesamt 19 Favoriten, die ich euch jetzt heute gezeigt habe. Wow! Und zwar einmal das Armband hier, was passend ist zu dem Ring, finde ich. Also es ist nicht ganz dasselbe Design, aber ich finde, es passt einfach so gut. Also sowohl zu dem Münzring als auch zu dem Wildflower Ring. Wildflower Ring. Also, weil die Designs einfach sind einfach so universell kombinierbar, auch wenn die jetzt nicht dieselbe Reihe sind. Aber ich finde einfach, es würde sich sehr schön ergänzen. Und das ist eben mit so kleinen, runden Plättchen, Münzen, Blumen. Man könnte darin schon fast beides sehen. So sieht das Ganze dann auch getragen aus. Und ja, es bricht auch das Licht so schön, dass es immer so ganz funkelnd aussieht, so glänzend von der Oberfläche. Und dann habe ich hier noch ein Armband. Und da muss ich euch direkt sagen, dass das sehr klein gestellt werden kann. Also sehr, sehr klein gestellt. Es könnte auch etwas sein, was ihr theoretisch an eure Kinder verschenken könnt. Ich finde aber, das Design ist nicht unbedingt kindlich. Wir haben diese wunderschönen bunten Steine, die hier dran sind, als kleine Anhänger jeweils. Das gefällt mir sehr gut. Und ich habe persönlich oft das Problem, dass mir Armbänder einfach auf der kleinsten Stufe auch viel zu groß sind. Und dieses hier kann man wirklich sehr, sehr klein stellen. Ihr seht, man hat auf jeden Fall noch Spielraum dann hier auch. Aber die größte Stufe ist definitiv viel kleiner hier als bei den anderen Armbändern. Also das solltet ihr definitiv berücksichtigen. Das sind jetzt meine 19 Favoriten von iCrush, die ihr jetzt auf meiner Favoritenseite shoppen könnt. Mit dem Rabattcode LIKE15, wie gesagt. Und der Rabattcode ist gültig bis zum 15. Dezember und ist nicht mit anderen Rabattcodes kombinierbar. Und ich bin so gespannt, was ihr zu meiner Auswahl sagt, ob euch etwas interessiert, werdet ihr euch was nachshoppen, schreibt es mir unbedingt. Ich möchte mich nochmal bei iCrush bedanken für die tolle Zusammenarbeit und für diese Möglichkeit, meiner Community das auch zu bieten. Ich habe so viel Freude dabei gehabt, das einfach jetzt auch zusammenzustellen für euch. Und bin super dankbar dafür, weil ich mich einfach damit total identifizieren kann.
Ich liebe Schmuck, ich liebe vor allem Goldschmuck. Ich liebe Schmuck, den ich für alle Gelegenheiten tragen kann, der alles mitmacht. Das ist mir persönlich auch super wichtig. Alle Infos schreibe ich euch auf jeden Fall in die Infobox. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal.